You need to know that I'm a So, wieder hallo, es kommt zurück zu einer Ausgabe von Need for Speed Pro Street. Und heute kaufen wir uns unser neues Grip-Fahrzeug. Ja, für Grip brauchen wir nämlich ein neues Auto her. Und ihr dürft ja vorletzte Folge abstimmen, was es denn wird. Und die Wahl ist auf folgendes Auto gefallen: nämlich auf dieses Baby hier. Der Porsche 911 GT2 ist das Wahl, das Auto eurer Wahl, den wir im Grip jetzt nutzen werden, bis wir damit den King besiegen. Das ist unser King. Auf Fahrzeug gegen den King. Im Drag haben wir jetzt Judge Viper, die wir bis zum Ende durchspielen. Für Drift und Speed werden wir uns in den kommenden Folgen natürlich auch noch einen neuen Boliden holen, der natürlich dann in der Klasse dann ein bisschen aufräumen soll. Und ich muss sagen, ich finde den GT2 auch nochmal ein Tacken geiler als Turbo. Ich glaube, den Turbo hatten wir im letzten Let's Play, meine ich mal. Der GT2 liegt dann einfach schon von der Höhe so viel geiler. Da guckt, wie tief das Ding einfach serie schon ist. Und den Kollegen gönnen wir uns jetzt mal für den Grip-Modus. Ist so ein neues Grip-Auto. Und wir schauen mal, was wir jetzt schon leistungstechnisch so machen können. Wir müssen beide natürlich ein bisschen mal noch anpassen. Da muss natürlich noch ein bisschen was gehen, weil, leistungstechnisch sind die natürlich noch nicht so geil. Obwohl, nehmen wir es zurück, der Porsche ist in der Klasse jetzt schon besser als unser S3. Aber der S3 war auch nicht wirklich gut. Im Drag hat der, müssen wir auf jeden Fall der Viper noch mal ein bisschen Dampf geben, weil die ist noch nicht so stark. Die geht auch in eine gute Richtung, aber die braucht auf jeden Fall noch mal Dampf. Aber ich würde sagen, wir tun jetzt erstmal den 911 GT2. In der nächsten Folge haben natürlich auch beide dann Designs, zumindest soweit der Plan. Und jetzt tun wir erstmal ein bisschen GT2, da habe ich Bock drauf. So, wir gehen natürlich erstmal, was kosten die ganzen Teile so? Theoretisch könnten wir erstmal gucken, was wir so an Leistung rauszimmern können. Wisst ihr was, wir versuchen mal Stufe 3 reinzuzimmern, soweit es geht. Wir haben 33.000, in Drift und Speed investieren wir erst, wenn wir neue Autos was haben. Dementsprechend das ganze Geld, was wir jetzt haben, fließt komplett in unseren Porsche und in die Viper rein. Was ich verstehe, dementsprechend zimmern wir mal die beiden mal, soweit es geht, schon mal hoch. Da geht auch nicht mehr so viel. Natürlich will ich da auf jeden Fall ein Turbo haben. Jetzt schon auf Leistungsstufe 4. Und ich glaube, den Porsche können wir auch direkt voll aufzimmern. Ich glaube, das dürfte ohne Probleme machbar sein, so wie es aussieht. Da kommen schöne Brembos rein. 70.000 haben wir noch. Reifen kommen schöne. Ja, komm mal, haben wir schon Learn diesmal drauf. Und Nitro kommt natürlich auch ein schönes Stufe 3 Kit rein von NOS. Und damit ist der Porsche schon voll aufgezimmert. So, wir machen jetzt noch Tuning. Da können wir nämlich jetzt hier Boost Start und Boost Ende machen wir hoch. Nitro Druck machen wir auch hoch. Und dann dürfte das Ding jetzt gleich schon mal richtig Bums anliegen haben. Wenn wir die Ehre, wir können ja mal ganz kurz im Prüfstand gucken. Ja, wir fahren jetzt 936 PS. Das ist ein leichter Leistungsunterschied zum Audi. Ich kann es euch mal kurz zeigen, was der Audi gefahren ist nochmal. Damit ihr so vor Augen bekommen habt, was wir jetzt für einen Leistungsanstieg in der Grip-Klasse bekommen haben. Ja, wir fahren jetzt alleine 400 PS mehr in dem GT2 als in unserem S3. Das ist schon mal eine Nummer, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Das geht schon mal. Da geht schon mal was. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Bodykit-Technik. Das Ding muss fertig werden. Aber krass, haben wir den Wagen einfach mal schon mal komplett aufgezimmert. Aber so muss das laufen, liebe Leute. So muss das laufen. So, Bodykit. Das White-Bodykit finde ich eigentlich geil, ja. Aber das hatten wir auch so am Turbo dran. Und ich finde das... Das nimmt ein bisschen die Optik vom GT2-Bodykit weg. Weil ich finde das GT2-Bodykit eigentlich cool. Muss ich sagen. Wir können doch einfach, wir lassen erstmal bei dem Serie, wir lassen das Serienautoskript. Wir fahren mal mit dem Serienkit. Gucken mal kurz, was wir damit so schön machen können, alles. Bisschen größeres Schwert können wir machen. Bisschen noch weiter runter, sehr gut. Können wir hier machen? Ich sehe gerade, geht ein bisschen tiefer. Und dann hier so eine kleine Lippe innen drin, das ist gut. Seitenschwert können wir auch ein bisschen runter machen. Sehr gut. So, ich guck mal kurz. Wir können ja Fahrwerk noch ein bisschen tiefer schrauben, dann dürfte der Porsche auch noch einen Tack geiler dastehen. Ich stehe auch, ist auch viel zu hoch, eindeutig. Es hat nicht viel gemacht. Aber mich wundert das auch. Wir stehen jetzt schon fast auf dem Boden. Ich will eigentlich echt kein Bodykit dran, aber ich mag das GT2 Bodykit optisch sehr gerne. Ich glaube, den lassen wir sogar vom Bodykit diesmal Serie. Weil ich weiß, am Turbo haben wir das Kit mal dran gehabt. Ich meine, wir sind letztes Mal Turbo gefahren. Und es ist zwar cool, aber ich mag den GT2 in der Serienoptik schon sehr gerne. Und dementsprechend lassen wir das mal. Dann lassen wir jetzt mal Serien-Bodykit. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so schönes zaubern können. Ob wir hier irgendeine schöne Haube haben, wo ich sage, ja, gerne. Aber ich glaube... Oh, die Araxis könnten wir machen. Die könnte ganz cool aussehen. Machen wir mal kurz. Natürlich machen wir leider das Porsche-Logo weg, aber da ist mal drauf geschissen. Ne, es kann ruhig so breit bleiben. Das finde ich ganz gut. Ne, das lassen wir ruhig weg. Das kann ruhig wegbleiben. Das brauchen wir nicht. Ah, wie sieht das so aus mit der Haube? Ja, das Ding können wir ruhig formen, weil das ist trotzdem da. Ja, kann man ruhig machen. Die Haube machen wir ruhig mal.
Muss ich nur noch mal kurz richtig formen. Weil wir müssen das hier nämlich dann auch machen, leider. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Flügel. Wir haben zwar einen schönen Flügel, muss man sagen, der Originalflügel ist schon sexy. Jetzt mal kurz gucken. Oh, okay, die werden so montiert. Das ist natürlich nicht so geil. Weil der Original ist natürlich schon sehr sexy dran. Der Original ist schon sehr sexy montiert. Ei, ja, da wird es schwer, einen Spoiler zu finden, der geiler aussieht. Muss man leider sagen. Ich glaube, das wird sehr schwer. Wir könnten mal kurz den hier probieren, einfach mal Optik. Wir gucken mal kurz, wie der aussieht. Aber ich glaube, der ist zu viel. Ich glaube, ja, der wird deutlich too much sein. Wir werden ihn mal kurz draufzimmern komplett, aber... Eieiei, nee, der ist zu viel. Der Original-Spoiler ist halt sexy, ne? Das passt halt einfach alles. Es sieht halt einfach... Es ist ein schönes Gesamtpaket, ne? Das muss man einfach sagen. Da kommen aber noch schöne Felgen drauf, dann passt das so. Da kommt mal ein geiles Design drauf. Der Dress holen wir halt mit dem Design raus. Ganz einfache Kiste, so. Mal wieder mein Mikro rausgekickt. Ich schaffe das echt gut. Also das ist, es ist so eine Aktion von mir. Ich hoffe, ich schon wirklich gut. Ich muss mal ein bisschen vom Kabel Abstand halten. Ich muss mal Neues holen. Ich muss mal dringend Neues holen. So, gut, haben wir das schon. So, Optik, da gibt es mich auch... Ne, wo waren die Felgen? Ah, hier. Genau, habe ich gemacht ganz oben. Wir machen alle Felgen. Der kriegt ruhig gleiche vorne und hin. Das passt schon. Eigentlich würde ich auch gerne wieder beim Porsche BBS fahren, weil BBS geht halt immer. Ist recht so Rennstyle. Oder wir fahren mal andere Felgen. Wir können ja mal kurz ein bisschen durchgucken. Aber die Leistung ist halt echt übel, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. 936 PS, wir haben trotzdem Aero 4. Also ist nicht so, dass die Karre von der aerodynamischen Sache komplett scheiße wäre. Aerodynamisch steht das Ding trotzdem gut da. HRE-Felgen ist halt so ein bisschen, ne? Ist halt zu viel, ja, zu viel auf Optik, ne? Das ist halt zu wenig sportliche Art und Weise. Und das muss eigentlich beim Porsche muss es eigentlich sein. Super Leggera ging natürlich auch, ne? Super Leggera könnte man natürlich auch machen. Ach, Super Leggera 3 wäre... die sind mehrteilig, ne? Oh, ja, die sind auf jeden Fall weit vorne. Super Leggera 3 sind sehr weit vorne. Ich glaube, das werden die sogar werden. Ich glaube, es werden Super Leggera 3. Ja, ne, komm, aber die Super Leggera 3, die sind schon ganz sexy. Die passen und stehen ihm gut. Ja, nicht zu groß, wir machen mal so 60er. Tiefbett kann vorne machen wir 30, hinten machen wir volle Kanüle einfach. So sieht's aus. So. Machen wir auch 65er. Tiefbett, wie gesagt, machen wir hinten Vollanschlag, weil darf ruhig hinten, finde ich. Das ist immerhin die Hinterachse. Und wir haben ja immer mit Heckantrieb. Also das ist ja auch eine Sache, die ich eigentlich haben wollte, weil Heckantrieb ist relativ böse. So, damit haben wir den Wagen soweit fertig. Jetzt gucken wir kurz noch wegen der Farbe. Ich weiß halt noch nicht, in welche Farbe ich hier jetzt fahre. Schwarz finde ich schon, pfeffert das schon ganz geil. Schwarz knallt das schon ganz gut. Die Farbe kann halt hier im Spiel relativ schnell scheiße aussehen, aber an sich... Ja, okay, nee, vom Hacker sieht es dann nicht mehr so geil aus. Wäre ein bisschen dunkler. Oh, das könnte gehen. Oh ja, ja, die Farbe wird's. Das wird unsere Farbe für den 911. Das gefällt mir sehr gut. So, Felgenfarbe machen wir so ein leichtes Grau. Können wir auch alle Felgen? Kann man auch alle Felgen machen, nur Vorder- und Hinterreifen. Alle Felgen, sehr gut, dankeschön. Ah, schön, der Stern bleibt, das finde ich gut. Machen wir ruhig Metallic. Oh ja. Das gefällt mir schon gut. Und damit haben wir unseren GT2 schon mal für die ersten Rennen fertig. Also Leistung ist ja sowieso schon finito. Mehr geht nicht mehr. Das Ding ist voller Endstufe, was Leistung angeht. Und optisch, wie gesagt, kriegt er jetzt noch ein schönes Design. Wie gesagt, ich finde das Serienbodykit ganz geil. Natürlich, klar, könnte man jetzt auf das Wildbody gehen, aber ich finde, der GT2 steht so ganz geil da. Den lassen wir ruhig beim Serienkit. Und ja, jetzt kriegt er natürlich bis zur nächsten Folge noch ein schönes Design. So. Wir gucken mal kurz wegen der Viper. Wir haben nämlich noch ein bisschen Geld übrig. Das können wir jetzt auch gerne in die Viper stecken, weil das Baby braucht natürlich auch noch ein bisschen Leistung, weil das ist noch so ein bisschen Defizit. Und ich denke mal, da helfen wir jetzt mal schnell mal kurz ein bisschen nach, indem wir mal kurz noch ein bisschen an Leistungszimmer. Warte mal. Motor hat er ja schon drin. Da können wir noch auf Dauer was machen. Wir machen jetzt erstmal Aufladung. Da ziehen wir erstmal einen schönen Kompressor drauf.
V10 Kompressor kann man machen. Dann Antrieb haben wir auch drin. Motor, komm, Motor gehen wir jetzt auch auf Stufe 3, ist mir egal. So, da wird gerade mal Stufe 3 bleibt das Ding gerade mal. Okay, 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 ich sehe schon. So, Fahrwerk können wir uns noch nicht leisten. Ich glaube, jetzt können wir uns gar nichts mehr leisten, was alles angeht. Dann bleiben wir dabei auch erstmal. So, Tuning, wir können aber das hier schon voll hochziehen, damit das Ding schon mal volle Leistung hat. Leistung haben wir zum Beispiel soweit zumindest aus dem Motor schon mal Maximum rausgeholt. Und gehen jetzt bei 878 PS. Ja, okay, das ist okay. Das ist nicht super viel, erst recht als Dragster geht da noch mehr. Aber ich denke mal, für die ersten Drag-Rennen sollte das erstmal reichen. Felgen können wir noch machen. Felgen können wir auf jeden Fall noch machen, würde ich sagen, weil da geht schon ein bisschen was. Da können wir ruhig ein bisschen nochmal was machen, damit es ein bisschen geil aussieht. Centerline gibt es auch, ne? Wir machen ruhig so Retro-Felgen drauf. Das passt zwar natürlich null zu der, zum Wagen, aber direkt vorne machen wir es auch nur ein bisschen tief. Ein bisschen breiter die Reifen, damit es nicht komplett komisch aussieht. So, jetzt machen wir nach hinten, brauchen wir noch Felgen. Da kommt auch Centerline drauf, aber da ein bisschen natürlich brutaler. Ich hab die Indie, kommt da drauf. Weil das Ding soll einfach brutal aussehen. Das Ding soll einfach komplett assi brutal sein. Ein bisschen kleiner. Die Felgen hinten können schon ruhig klein sein. Das ist immer ein Dragster. Und richtig schön breite Schluppen müssen dahin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Können wir Auspuff eigentlich machen bei dem Ding? Ah, geil, haben wir Sidepipe. Ja, geil, wir haben Sidepipe. Erst recht, weil es ohne Rohr komisch aussieht, weil das Rohr dann... Ich guck mal, wie das Rohr nach läuft. Das Sidepipe funktioniert gar nicht so, wenn wir sie nicht ändern, weil... So werden wir uns nämlich volle Kanüle unsere wunderschönen Reifen angucken. Und ich mag meine Reifen, dementsprechend gucken wir uns die vielleicht mal nicht an. Das wäre ganz geil. Da haben wir unser ganzes Geld heute mal wunderschön verbraten. Aber hey, dafür ist es ja da, um ausgegeben zu werden. So, schöne fette Sidepipe, wie sich das gehört. Und ich würde mal sagen, die Viper machen wir... Ich habe irgendwie Bock auf Rot. Ich habe Bock auf eine rote Viper. Sieht das gut aus? Wir gucken mal schnell. Nee, Rot gefällt mir irgendwie doch nicht. Die Viper muss eigentlich schwarz. Da sieht man die Streifen nicht mehr richtig. Aber ist egal. So machen wir sie erstmal. Den Rest können wir ja dann noch kommenden Design fixen. So, Baby ist fertig. Damit haben wir unser Viper und unser auch in der Porsche für den nächsten Renntag gesettelt. Und ich bin mal sehr gespannt, was die Dinger jetzt abruppen werden, weil das sind jetzt unsere absoluten Monster. Das ist natürlich sehr geil. Ich bin absolut gespannt. So, wir haben nämlich hier ein schönes Rennen mit zweimal Grip, einmal Drag, einmal Drift. Das ist optimal. Da können wir die beiden mal schön testen. So, natürlich im Grip. Alter, Stufe 4. Das ist natürlich schon übel. Wir machen die Blaupausenübersicht an. Da hier 1000, das ist natürlich 936 PS, 988 Newtonmeter. Das ist schon eine Nummer. Dann, was hat unser Corvette eigentlich? Ich will mal kurz gucken. Wir haben hier 741 Newtonmeter, 686. Und hier haben wir 7. Oh, wir haben sogar weniger Drehmoment, aber mehr Leistung, mehr PS. Natürlich die Viper und den Drift. Kommt unser Mustang, wie gesagt, kommt natürlich auch was Neues noch rein. Und als Abschluss nehmen wir noch die Corvette, muss ich jetzt mal mit. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht. Wir müssen mal gucken, wie gut die Viper jetzt abschneidet. Ich denke, ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Man muss mal gucken, ob das Ding Wheelies kann, weil das wird natürlich später auch okay, gespielt. Okay, das ist Ryan Cooper. Er ist heute auch hier. Und hier ist was für alle, die ihre Gegner gerne ärgern. Mit diesem GT2 wird er den anderen Fahrern schon zeigen, wo der... Aber hallo! Das wäre ein Drama, wenn so ein Wagen eine Kollision hätte. Oh Mann, das muss im Portemonnaie richtig wehtun. Oh, stimmt, ja. Also es ist aber so, jegliche Unfälle müssen wir jetzt erstmal mit Gutschein bezahlen, weil Unfälle mit dem GT2 sind teuer. Weil je nachdem, wie teuer der Wagen im Einkaufspreis hier ist, umso teurer sind auch Schäden daran. Also das ist das Geile. Wenn du einen Zonda zerlegst, bist du halt direkt mal eine halbe Million fast los, wenn du die Karre kaputt machst. Dementsprechend, so, ich würde sagen, Porsche fahren wir gleich ein. Wir gucken erstmal kurz, was die Viper kann. Ich will mal gucken, was die eben für eine Meile Drags drauf hat. Aber ja, wie gesagt, die Autos sind je nachdem, was man für Schaden hat, teurer von der Reparation. So, was haben wir denn für Gegner? Oh, Focus ST dabei. Okay, Focus ST interessant. Stärkste Auto sonst, sogar ein bisschen leistungsstärker, ist Hiroaki Terasawa mit dem Evo 9. Sonst sind wir relativ gut aufgestellt. So! Alter, sieht das Ding brutal aus. Wir haben ihn noch nicht tiefgelegt, das ist auch kein Fahrwerk drin, möchte ich betonen. Alter, die Viper. Oh, jetzt jagt der V10 schön los. Geil, geil, geil. Ja, ein bisschen schwerer als die Corvette beim Grip zu halten. Oh, wir haben maximal Grip. Okay, alles gut.
Eieieiei, nee, das war ja gar nichts. Was ist denn da im ersten Gang los? Eieiei. Eieiei, der erste Gang ging ja gar nicht. Der erste Gang war ja voll am durchrutschen. Was war das denn? Oh, wir haben bei der Viper noch ein bisschen was zu tun. Einstellarbeit, merke ich. Das läuft doch nicht ganz so. Ja, irgendwie hat das im ersten Gang. Die Übersetzung ist noch ein bisschen komisch. Die müssen wir noch mal ein bisschen anpassen, auf jeden Fall. Eieiei. Also der Film untenrum ist der ultra träge. Was ist da los? Okay, wir müssen die Getriebeübersetzung müssen wir auf jeden Fall dringend anpassen. Die ist nicht gut. Die Getriebeübersetzung in der Viper ist nicht gut. Die ist nicht gut. Das Ding ist ultra träge unten raus. Ja, ich komme irgendwie nicht aus dem Quark. Ganz komisch. Da müssen wir auf jeden Fall mal nachgucken. Die Übersetzung muss ich auf jeden Fall mich mal dran setzen. Da werde ich mal ein bisschen mit Quick Races arbeiten und das Ding mal versuchen zu optimieren. Bitte? Wo wir am Start alle weggehen. Ach, stimmt. Ja, okay, mein Fehler. Ich weiß, was es ist. Ich habe die Reifen noch nicht geupgradet. Ja, mein Fehler. Mein Fehler. Großer Fehler. Ich habe die Reifen nicht geupgradet. Wir fahren ja noch mit Serienreifen. Klar, wenn du dann 800 PS auf Serienreifen sind, was erwartest du dann bitte? Gut, immerhin vierter Platz. Kommen wir mit halbwegs mit Leben. Aber ja, das ist mein Fehler. Ich kann es vergessen. Wir haben ja Serienreifen drauf. Ich habe die Reifen ja nicht getauscht. Okay, dann werden wir beim nächsten Renntag auf jeden Fall mal gucken, ob sich was ändert. Weil, ja, dann müssen wir auf jeden Fall mal gucken, weil, wie gesagt, das ist natürlich auf jeden Fall interessant, weil, wie gesagt, ich habe die Reifen nicht getauscht. Mein Fehler. Natürlich mit Serienreifen zu fahren, ist natürlich an sich totaler Quatsch, wie wir jetzt gesehen haben. Weil deswegen haben wir am Anfang auch so Schlupf, deswegen kommen wir am Anfang nicht weg, weil die Reifen einfach keinen Grip finden. Das macht Sinn. Okay, gut, alles gut, haben wir alles geklärt. Übersetzung dürfte es nicht sein. Ich werde es mal probieren, wir werden mal Reifen upgraden. Und dann dürfte das Problem sich eigentlich schon gelöst haben. Muss ich an der Folge kurz mal dran denken, dass wir das noch machen. Auf jeden Fall wichtiger Punkt, ganz vergessen. Danke, Mikro. Porsche ist ja vollgetunt, da geht nichts mehr. Also, er ist wirklich voll Anschlag. Auch ein 963 PS hier ist das absolut leistungsstärkste Auto im Feld. Ja, wollen wir mal. Ja, wollen wir mal. Die sind ja vorne gut am Kloppen. So. Boah, Alter, klingt ja brutal. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir an Leistung haben. Oh, der Klang. Junge. Oh, der Turbo, Alter, das Ding ist ja richtig brutal. So, dann wollen wir dir mal zeigen, was Zuffenhausen drauf hat, ne? Deutsche Handwerkskunst, liebe Leute. Ich liebe ja mittlerweile Porsche, absolut. Früher war ich so ein bisschen, ja, 911 ist ja ganz cool. Mittlerweile bin ich so, boah, 911 ist Endstufe. Also für mich ist so 911 wirklich absolut Traum. Fertig aber schon besser als der S3. Und seitdem gefahren ohne Pfeifen, deswegen geht der Arsch mal hier und da ein bisschen rum. Boah, der Klang ist echt der Shit. Junge, geht der voran, ey. Mal gucken, dass wir gleich irgendwann vorbeikommen. Ohne groß Schaden, weil, wie gesagt, wird teuer. Einfach aufs Gas durchziehen, wo hier, Alter, wie man auf die Geraden ranzieht, ey. Gut, wir haben ja fast 1000 PS anliegen. Okay, sobald der einmal Ladedruck bekommt, ist ja einfach nur noch voller Not. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Das Ding ist ja richtig brutal. Das Ding ist richtig brutal. Alter, feier ich den Porsche. Alter, ist der geil. Wer jetzt auch ein schönes Design bekommt, dann passt es auf jeden Fall. Wo ich bei der Haube auch noch immer unschlüssig bin, ob ich die wieder runter mache. Ich muss mal gucken. Das war nicht so ganz meins. Hoppala, da geht der Arsch ein bisschen länger rum, als mir lieb ist. Ja, ohne Fraktions- und Stabilitätskontrolle ist natürlich auch neuer PS auf Hinterachse. Bisschen böse plus Heckmotor. Hoppala, steht da nur ungenau, keinen Schaden bekommen. Ich muss überlegen, wir haben noch dreimal Nitro mit dem Ding hier. Wir können auch den hier machen. Dann ist halt vollkommen einfach nur noch Eskalation nach vorne. Ja, doch, Kripto ist nicht. Aber wie gesagt, bei der Viper müssen wir auf jeden Fall Reifen upgraden. Ganz wichtig.
wichtiger Punkt, ganz vergessen. Weil auf Leistung zu gehen ohne Attraktion ist natürlich dumm. Nein, boah, Gott sei Dank keinen Schaden bekommen. Ja, und nochmal locker flockig den Sieg. Bam! Alter, was ein geiles Kfz. Was ein geiles Kfz. Super, super geil. Macht richtig Laune. Macht richtig Bock. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut, der Porsche. War eine gute Wahl. War eine gute Wahl, auf jeden Fall. Alter, mit der Hinterachse, ne? So, Reifenpaket, Mustang, ja gut, brauchen wir nicht mehr. Egal, wenn wir einen Renntag vor sind, wird man natürlich dominieren, ist klar. Dementsprechend gehen wir mal zum Drift-Event und schauen mal, was der Mustang noch so kann. Wie gesagt, der wird auch bald ersetzt gegen Stufe 3 Fahrzeug natürlich, weil wir natürlich bis zu den Kings natürlich richtige Endstufenfahrzeuge haben. Das Maximum rausholen aus der Klasse. Okay, Cayman S mit 715 PS. Das ist eine Nummer. So, gucken wir, was der Mustang kann. Komm schon, Baby. Ich weiß, du wirst bald ausgetauscht, aber nimm mir das bitte nicht übel. Verkauf wirst du trotzdem nicht. Dementsprechend mache ich jetzt keine Faxen. Und trifft einfach ein bisschen schön für mich. Ah, fuck, mein Fehler. Ja, ich wollte gerade einlenken, habe währenddessen aber schon die Handbremse gezogen. Da blockiert er natürlich nicht, ich komme nicht mehr rum. Der Wagen war gerade währenddessen schon am Rüberlenken und ich habe die Handbremse dann gesperrt. War dumm, mein Fehler. Das hätte nicht sein müssen. Sollten wir aber trotzdem noch retten können, das Ganze, hoffe ich mal. Hoppala. Eieiei, von der Mauer wegbleiben, von der Mauer wegbleiben, von der Mauer wegbleiben. Yes, so, sollte eigentlich reichen. Zumindest, was wir gewohnt sind. Aber die Jungs sind schon mal besser, wie ihr seht. Also, nach dem Super Promotion Event, da sind jetzt schon mal richtige Leute dabei, die auch mal ein bisschen driften und so können. Das macht schon mal ein bisschen mehr Laune. Das macht schon mal ein bisschen mehr Laune. So, aber ich die ersten Truppen vernünftig hinkriegen sollte, sollten da noch mehr Punkte drin sein. Normal sollte ich die Kombination hier hinbekommen. Wie gesagt, war mein Fehler, die Handbremse zu früh zu ziehen und dementsprechend das Auto in die falsche Richtung zu locken. Wenn jetzt hier vom Gas geht, kann man nämlich jetzt einen Gegenschwenker machen und da brauche ich auch keine Handbremse für. Oder nehme ich Strecke, egal. Schön rum, yes sir, sehr gut. Andere Gegenschwenker und wieder andere Richtung und rum der Teil. Da seht ihr, da gehen nämlich schon viel mehr Punkte. Wenn ich mal immer trotzdem mal das Kies vermeiden sollte. So, hier schön die Kurve weit außen. Dadurch können wir die Kurve auch viel länger quer halten. Und dann holen wir doch auch mehr Punkte hier. Komm, machen wir die 5 voll. Yes! So geht das. Und das war ein schöner One. Das war ein sehr schöner One. Der war gut. Die Gegner haben sich noch ein bisschen verbessert. Aber das reicht natürlich trotzdem hier locker für die Führung weiterhin. Wie gesagt, im Driften haben wir in sich keinen Konkurrenz. Ich werde aber trotzdem upgraden. Einfach um noch ein bisschen mehr Kasala unter der Haube zu haben. Weil mehr Bums schade nie, ne? Aber den Bus natürlich auch auf die Straße kriegen. Dementsprechend muss ich jetzt bei Kommenden auch mal an die Reifen denken. Das war, habe ich bei der Viper halt voll nicht dran gedacht. Natürlich jetzt auf Stockreifen noch steht, ist natürlich Quatsch. Wenn ich mit der Leistung, die fährt. Und dann im Jack. Natürlich klar, dass du dann gar nichts mehr machst. Kein Rolltap bitte, dankeschön. Selber ohne Schaden durchgekommen hier beim Renntag. Ja, mal kurz aufmachen. Falsche Richtung. Ja, da gibt es den leichten Schaden. Ja. Da bin ich dann zu weit nach rechts rüber gekommen, um nochmal ausholen zu können. Na ja, gut, 4-8 nochmal reingeholt. Damit kann man auf jeden Fall durchaus leben. Sehr gut. Und damit haben wir Driften mal wieder lockerflockig gewonnen, ohne Probleme. Aber das ist halt so eine Sache, ne? Da mache ich mir eigentlich auch keine Gedanken. Driften sind wir halt immer noch unbesiegt. Eieiei, der Porsche, der Mustang ist auch gut kaputt, ey. So, letztes Rennen, Sektor-Shooter im neuen 11, GT2, jetzt bin ich mal gespannt, was er da reißt. Wir haben einige enge Kurven. Wie gesagt, ohne Pfeifen ist das Ding ein bisschen giftig. Aber na gut, kriegen wir trotzdem, denke ich mal, gefahren. Ja, meiste Leistung haben wir. 911 Turbo noch dabei, geil, 2911er hier dabei. Okay, interessant, interessant. Haben wir einen also auch mit Allrad am Start. Da haben wir die Supra. Z4, ei, okay, der Grip von den Grip-Runners, das sieht wieder geil aus. Aber ihr seht halt, der Turbo hat dasselbe Bodykit, also der Turbo hat dasselbe Breitbaukit. Dementsprechend möchte ich das nicht fahren, weil das wäre sonst langweilig. Ja, der Klang, ey. Und dann mit dem Turbo-Switch schon, ey. Das ist halt echt so geil. So, da hat's aber schon einen rausgeschickt, ey. Den ersten Punkt haben wir schon mal geholt. Der fährt sich relativ gut mit Kurven. Muss ich wirklich sagen, dass der Heckdenk halt mit. Wir haben nicht so das Steuer nicht mehr so arg, was der Audi halt mit dem Allrad hatte. Das ist ganz angenehm.
Gibt ja Wattball, vernünftige Kurven. Aber ich sehe, wir müssen mal Kurven ausgehen, mal ein bisschen aufpassen, weil wir mit der Leistung zu kämpfen haben. Bei den Kurven kommt man halt viel schöner rein. Man kann die Kurvenlinie viel besser halten. Deutlich angenehmer zu fahren. Einen Punkt mehr haben wir gerade mal gehabt. Okay. Wir haben jetzt auf einen der Gridmanners dabei, also einen von den Opferleuten von Ray Krieger. Die können halt schon das hier. Die können das halt schon. Und der Turbo ist ja auch kein schlechtes Auto. Und die Mehrleistung, die ich habe, kann ich jetzt zum Teil auch gar nicht nutzen, weil wir gar nicht so lange geraten haben. Ja, das seht ihr, da haben wir schon manche Punkte, den ich meine. Ja, dem kann ich das gar nicht ausnutzen komplett. Das ist recht, weil er mit dem Turbo jetzt mal voll aufs Gas latschen kann und ich nach den Kurven ein bisschen drauf achten muss, Traktion zu finden. Bringt ja auch die krasse Mehrleistung nichts. Ah, kriegt die Kurve nicht. Hoppala, nur noch Burnout, nicht gut. Ja, okay, nicht so gut. Aktuell Zweiter. Woody Chan führt hier im Moment. Das dürfte, schätze ich mal, der mit dem Turbo sein, weil da fährt natürlich auch einer relativ einsam vorne weg. Eieiei, Supra ist aber gut im Arsch. Ich bin gerade richtig auf dem Sack hier. Boah, der hat sich ja erst Sektor sogar geschnappt, Junge. Ja gut, Alter, wie der zieht. Guck mal auf die Map gerade, bitte. Keine Chance, der macht mich jetzt vollkommen rund. Boah, Alter, mein Heck. Ja, der macht mich jetzt vollkommen rund. Der nimmt mir alle meine Sektoren wieder ab. Junge! Da haben wir aber jetzt einen Konkurrenten gefunden. Ich habe nämlich echt mit meiner Hinterachse zu kämpfen. Ja, als ich alle Punkte, alle meine Sektoren gesichert. Ja, keine Chance. Alter, wie viel schneller der ist. Puh! Ja, ist der Turbofahrer von den Gridrunners. Der zeigt jetzt mal richtig, was er drauf hat. Junge, Alter, guckt allein mal auf die Karte. Der fährt halt so in seiner eigenen Welt. Boah! Wir hoffen, dass er total Schaden holt. Das wird hier nicht passieren, glaube ich. Die Scheiße klingt halt auch brutal. Ich überlege ja echt, die Pfeife wieder anzumachen, damit das Ding wenigstens aus dem Kurven ein bisschen mehr rausbeschleunigen kann. Keine Chance, der nimmt mich auseinander, der Junge. Ja, Kurve verpasst und da gibt es den leichten Schaden am 911er. Kacke. Einmal die Stoßstange vorne ein bisschen deformiert. Ah, shit, ganz doofer Fehler. Eieiei. Fuck. Ja, das war's. Alter, war das ein Abgang. Scheiße. Oh, das hat mich richtig ausgehebelt, ja. Ich hatte bei der ersten Kurve schon meine Vermutung, dass ich das irgendwann verkacken werde. Weil die Reifenstäbe da sehr nah an der Strecke stehen. Und wenn du halt dann versuchst zu cutten, du natürlich super schnell natürlich einfach dann über die Strecke fliegst. Das ist gerade genau passiert. Dann noch gegenüber über den Hubbel geflogen und dann halt... Vollster Brutaleinschlag, schwerer Schaden am Auto. Eieieiei. Ja, das wird teuer. Das werden wir auf jeden Fall mit Gutschein reparieren müssen. Puh, ja. Erste Renntag mit dem 911 geht in 2 und das Ding mal richtig auseinandergenommen. Und wir wurden auch richtig auseinandergenommen. Die Gridrunners zeigen mir, was sie drauf haben. Und sagt der Schuler, macht er mich fertig. Alter Verwalter. Das ist schon krass. Also. Ja, ich werde mal überlegen, ob ich bis zur nächsten Folge die Traktionskontrolle mal wieder anmache. Weil ich dann aus Kurven ein bisschen besser rausbeschleunigen kann. Weil im Moment geht mir der Arsch halt die ganze weg und ich bin hier mehr am Driften. Also hallo, jetzt geht's wieder. Entschuldigung fürs Mikro, ich hole mir die Tage, ich mein neues Kabel, das geht gar nicht mehr. Ich weiß nicht, warum das jedes Mal rausrutscht. Ganz, ganz komisch. Sorry dafür. Alter, ihr seht das. Alter, das meine ich hier. Der fängt sich halt gar nicht mehr. Das ist richtig brutal, weil die neue PS halt überhaupt nicht ankommen. Ja gut, zweiter Platz. Eieiei, das war nicht so geil. Ich hoffe, die Punkte reichen trotzdem fürs Dominieren. Das könnte nämlich jetzt schon eng werden. Ja, wir haben trotzdem dominiert. Okay, Glück gehabt. Eieieiei. Ja, Renntag verlassen, Reparatur. 24.000 wird uns das kosten. Seht ihr, das meine ich. Hier können wir mit Geld reparieren. Und hier wird einmal ein Gutschein genommen. Puh, ja, das war nicht so ein guter erster Renntag. Beim 911 haben wir noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Da ist noch ein bisschen, auf jeden Fall, Arbeit, die wir noch vor uns haben. So, ich nehme Sicherheit. Kaufen wir jetzt mal für die Viper natürlich erstmal.
ja, einmal neue Reifen, damit das Ding auch mal geradeaus gehen kann und nicht komplett am Anfang seine Leistung komplett killt, weil, ja, wir haben schon Stufe 2 drin gehabt, krass. Da kommen Mickey Thompson Reifen, das geht klar, kann man machen. Fahrwerk, ja, Fahrwerk können wir auch schon, ne, können wir noch nicht machen. Fahrwerk müssen wir auf jeden Fall auch machen, weil das macht natürlich auch nochmal viel aus. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal bessere Reifen drauf. Aber ich will jetzt mal sagen, ich bin raus für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen oben, da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Need for Speed Pro wieder. Bis dann. Tschüss.